Ja, heute haben wir Mikrofon, schönen guten Abend, liebe Kleinherren und diejenigen, die hier auch sich dazu zählen. Ich begrüße meinen Bezirksvertreter Raimund Tietzen und jetzt Bundesratsabgeordneter Herr Nowak, Bezirksvertreter Herr Koste und Bezirksvertreter Herr Schiefer und sein Stellvertreter Herr Schröder. Haben wir andere Bezirksvertreter von früher. Ja, wie schauen Sie sich da noch vor, junger Mann? Ja, Mann. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch gerne ein persönliches Wort loswerden. Und zwar aus dem einfachen Grunde. In diesem Sommer, wo ich Operator im Krankenhaus war, möchte ich und meine Frau mich recht herzlich bedanken für diese Anteilnahme und die guten Besserungswünsche, die wir von euch alle bekommen haben. Dankeschön dafür. Heute wiederum ein Jahr um. Heute mein Freund Klinkowski, den ich ein Jahr nicht gesehen habe, Leute, nur dass ich also dabei sein. Ja. Wir haben auch keinen Garten fest, das ist ein ganz großer Besuch. Ja, aber ich nicht. Das ist der andere. Kannst du dir die richtige über andere schimpfen? Ja. Aber nichtsdestotrotz. Wir wollen heute hier einen schönen Abend verbringen und ich hoffe, dass dann direkt wieder nach der Preisverleihung aufgesprungen wird und gegangen wird. Es ist auch ein kleiner Imbiss vorhanden. Flasche, alkoholfreie Sachen stehen auf dem Tisch. Die anderen Sachen können auch getrunken werden, so viel wie ich das weiß. Und dann bezahlen braucht ihr ja heute sowieso nicht. Das ist für uns immer ganz schlecht. Aber nichtsdestotrotz einen schönen Abend wünsche ich euch. Die Sparkasse habe ich vergessen. Oh, ja. Die Sparkasse, also die ist ja ganz wichtig hier bei uns. Ja? Beide, zwei Vertreter von der Sparkasse für den Sonderpreis und noch einen Preis. Oh, ja. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. So, schönen Abend auch mit uns. Ja? Danke schön, dass ihr hier seid. So, gut, ich schicke mal das Wort. Bitte schön. Ja, schönen Dank für die einleitenden Worte. Sehr geehrter Herr Bach und sehr geehrte Damen und Herren, ein Gartenjahr voller Arbeit liegt hinter uns oder hinter euch. Jetzt im November sind die meisten Pflichten erledigt, die Gärten müssen nur noch winterfest gemacht werden, meine auch. Ab heute ist mal Feierabend. Es freut mich, dass Sie in diesem Jahr wieder auf Einladung des Stadtverbandes und Kleingärtner gekommen sind. Zur Feier der Siegerehrung des Wettbewerbs der Kleingartenanlagen sage ich herzlich willkommen. Ich grüße Sie auch in den Namen meiner beiden Kollegen, Herrn Schiefer und Herrn Gietzen. Ich begrüße den Vorsitzenden des Stadtverbandes, der Kleingärtner Herrn Bach, und mit ihm auch die Mitglieder des Vorstandes, ganz wichtig. Der Stadtverband der Kleingärtner richtet heute wieder den Preisabend aus. Zusätzlich hat er den dritten Preis geschrieben. Vielen Dank an unsere Gastgeber. Ein herzliches Willkommen auch an Frau Dannenberger, Filialleiterin der Sparkasse Leverkusen. Und sie ist Ihnen schon aus den Vorjahren bekannt. Die Sparkasse stiftet aus alter Tradition den zweiten Preis. Dazu außerdem noch den Sonderpreis für herausragende Leistungen. Dafür recht herzlichen Dank. Ja, man soll es nicht glauben. Vor inzwischen 37 Jahren haben die damaligen Bezirksvorsteher beschlossen, einen Preis für die schönste Kleingartenanlage der Stadt zu stiften. Damit haben sie eine schöne, schwierige Aufgabe auf sich genommen. Denn dass sie als Vereinsvorstände vertreten von 14 Kleingartenanlagen mit insgesamt 1400 Kleingärten, die wollen alle begutachtet werden, wenn man es ernst nimmt. Und das wird es. Allerdings nicht so wie ernst, dass während der Begehung nicht gelacht oder gescherzt wird. Alle 14 Kleingärten haben sich in diesem Jahr wieder der strengen Jury gestellt. Ich konnte zwar nicht selbst die Begehung mitmachen, aber ich weiß, das Gremium hat die Aufgabe gewissenhaft erledigt. Als Jury haben die Kleingärten begutachtet, der Bezirksvorsteher Herr Schiefer und Herr Gietzen, dazu der Herr Longerich für die Bezirksvertretung 1, und der Bezirksverwaltungsstellenleiter Herr Molitor. Schönen Dank. Für den Stadtverband Herr Bach, Herr Koriot und Herr Müller. Und nicht zuletzt der Leiter des Fachbereichs Stadtgrün, Herr Schmitz.
die alle haben am 6. Juli von 7 Uhr morgens bis 17.30 Uhr, also mehr als 10 Stunden am Stück, ein strammes Programm hinter sich gebracht. Danach waren sie zwar fertig, aber vor allen Dingen auch beeindruckt und begeistert. Auch in diesem Jahr hat sich die Kommission davon überzeugt, dass die einzelnen Kleingartenanlagen im ausgezeichneten Zustand sind. Das heißt, von der Pflege und auch von der Gestaltung her gesehen. Damit haben sie die Wahl der schönsten Anlage allen Beteiligten nicht leicht gemacht. Unter den guten und sehr guten Gartenanlagen zu sagen, wer die besten sind, wird denen, die das ganze Jahr über geackert haben, nur schwer gerecht. Deshalb erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde als ehrliche Anerkennung für die Mühe, die sie auf ihre Gartenanlage verwendet haben. Als Gartenbesitzer weiß ich selber nur zu gut, dass es im Garten immer was zu tun gibt. Alle Gartenanlagen wurden nach einem Punktesystem bewertet. Das abschließende Ergebnis hat der Schmidt zusammengetragen. Ich kenne es selbst noch nicht. Die Stadtverwaltung hat ein großes Geheimnis daraus gemacht und will die Lösung hier im verschlossenen Grundschlag jetzt erst lüften. Bevor wir zur Siegerehrung kommen, möchte ich aber noch an Sie ein paar persönliche Worte richten. Ist ja Diskutierungsvertretung 1, ist das letzte Mal, dass ich hier diese Rede halte. Und ich möchte eigentlich mal was sagen zu Ihrer Arbeit. Denn es ist heute eigentlich kein Problem, Mitglieder zu kriegen im Verein, aber Mitglieder zu kriegen, die dann in den Vorstandsarbeit machen, die sich die Zeit nehmen, das wird immer schwieriger und ist eine riesige Aufgabe. Und dafür bin ich der Meinung, gehört Ihnen mal recht herzlichen Dank. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, denn Sie tun wirklich was für die Allgemeinheit. Ein paar junge Gesichter sehe ich ja hier. Das ist schön, denn für Vorstandsarbeit, ich weiß das aus eigenen Vereinen, ist es immer sehr schwer, Nachwuchs zu finden. Kommen wir zur Siegerehrung. Vereinsvorsitzenden der folgenden Anlagen zu mir. Berit Hecke, Bernd Hecke, Entschuldigung. Keiner da? Doch. Ah. Burgloch? Thank you.
Manfred. Nachbarten Alpenheim steht. Ja, wer guckt nach vorne?
Einmal die Kohle, die brauchst du denn dringend. Dann die Urkunde und nicht zuletzt die schöne Gießkanne. Weiterhin viel Erfolg, alles Gute, bleibt mir gesund, vor allem hier die Vorstandsleute, die sind immer schwierig zu ersetzen. Und ich wünsche euch alles Gute und noch einen schönen Abend. Die ersten drei Sieger wollte ich zum Foto kommen. So, erstmal der offizielle Teil. Nicht die Hände, ja, so. Das ist erstmal vorbei. Erstmal sacken lassen. Und jetzt mal ankommen, was der Kurs hier aufwartet. Das sage ich dir jetzt schon. Thank you, boy. Trotzdem, hast du mich gebeten? Du wolltest ja alle ein paar Worte sagen. Liebe Vorstandsvorsitzenden, liebe Gäste, was ich gerne machen möchte jetzt, ich würde gerne im Namen der ganzen Vorstände, die mit zur Hamburgfahrt gefahren sind, dem Gerd Bach, dem Thomas Tugelow, dem Hans Müller und der Rita Keuschel einen Dank aussprechen. Die haben sich richtig da ins Zeug gelegt, die Fahrt geplant, organisiert und so weiter. Und dafür von den ganzen Vorständen ein kleines Dankeschön. Vielen Dank. Applaus für die hier, die das organisiert haben.